Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu Battlefield 1. Heute snipen wir mal. Und übrigens, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen jetzt wieder mal Eroberung, wie eigentlich fast immer, auf Suez. Ich muss zugeben, zurzeit sind bei uns irgendwie die Wüstenkarten sehr viele dran in den Let's Plays. Und ja, mal sehen, ob ich was mit der Sniper hier reiß. Ich habe keine Runde davor oder so gespielt. Ihr wisst ja, Battlefield spiele ich ja nur in Aufnahmen. Also einfach mal überraschen lassen, würde ich vorschlagen. Komm, 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 komm. Nein. Oh, 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 oh. Ne, okay, ich würde sagen, snipen tun wir nicht, Leute. Oder? Was meint ihr? Nein, ich würde sagen, nein. Snipen würde ich wirklich nicht empfehlen für uns. Wir nehmen den guten Sanitäter. Damit kann man auf jeden Fall jetzt hier was reißen. Oh shit, hier bei C sind schon welche. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Komm. So. Gehen wir ganz schnell rein. Alle hopp, sehr gut. Oh. Jawohl, den Hammer. Nein, 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 nein. Hau ab. Oh Gott. Warum ist immer die Empfindlichkeit so langsam von dem Spiel? Aber wisst ihr, was ich auch seltsam finde, Leute? Ich finde nicht dort, wo man die Empfindlichkeit höher stellen kann. Das hört sich vielleicht ein bisschen dämlich an. Aber ich kann die Empfindlichkeit nicht so einstellen, wie ich sie gern haben will. Halt, dorthin war. Okay, da wurde weggeholt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir rennen mal ganz sneaky zu B, würde ich gleich sagen. Aber erstmal eine Granate dort hoch. Okay, hat nichts getroffen, die Granate. Warum überleben die Gegner das gerade eigentlich? Ach, das ist schon wieder der gleiche, wie gerade eben. Aber wenn es euch auffällt, Leute, von Folge zu Folge, immer der Gegner, der uns getötet hat, der tötet uns dann immer ein weiteres Mal und weiteres Mal und weiteres Mal. So, als ob die Gegner sich irgendwie, wie soll man sagen, die wissen, dass wir ein Video aufnehmen und wollen es verhindern. Ich glaube, ich bin einfach, was Battlefield angeht, ein Noob. Oder? Man kann es schlecht sagen. Man kann es wirklich schlecht sagen. Übrigens, Leute, für die Battlefield-Zuschauer und so, nur eine Frage. Hättet ihr auch Bock, wenn ich etwas Call of Duty Modern Warfare bringen würde? Ich will einfach nur mal wissen, ob ein paar Bock hätten auf Modern Warfare oder Infinite Warfare den Multiplayer. Würde ich auf jeden Fall nämlich spielen, wenn dann. Der Zombie-Modus wird ja sowieso bald wieder kommen auf meinem Kanal. Weil bald kommt ja dann ein DLC raus. So. Alle hier spielen mit der scheiß Shotgun. Also die Shotgun hier regt wirklich auf. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Mehr kann man einfach dazu nicht mehr sagen. So, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. Schade. Wohl, fein getroffen. Und die haben ihn sehr schön. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh ja, jetzt geht's ab. Schade. Wow. Wow, wow, wow. Ach, war das über uns?
Ne, das war dort. Ich dachte gerade zuerst, das war über uns oder hinter uns haben, wenn ich jetzt so auch herumgelaufen. Boah, was ging gerade ab hier? Ich war gerade im Maschinenmodus, Leute. Also. Boah, war schon geil jetzt hier mit der Automatiko. Ich muss sagen, ich könnte mich sogar an die Automatiko gewöhnen. Dann denke ich mal, werden wir die eventuell jetzt immer nehmen, wenn es jetzt weiterhin gut läuft mit der. Und dann habe ich eventuell, sage ich mal so, meine Favorite-Waffe gefunden. Granate raus. Und da oben campt er. Wie räudig. Wirklich, Leute, wie räudig kann man denn sein? Wisst ihr, wie ich meine? Er sitzt einfach die ganze Zeit im Haus, wartet so ganz gediegen. Nur ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ich bin auch nicht der beste Spieler. Also ich würde es auch bestimmt nicht anders machen als der. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich der oberkrasse Camper bin oder so, aber ihr wisst ja schon, wie ich es meine, Leute. Ja, und der Kill wurde mir vor der Nase weggesneakt. Wow! Komm, die beiden Granaten hier mal raus. Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Wow! So, hier geht's gerade übelst ab, Leute. Aber auch übelst. Au. Ich glaube, das war's für uns. Kann das sein? Ich glaube schon. Boah, heftig. Heftig, heftig, heftig. Ich müsste mich erstmal hier ein bisschen regenerieren. Komm. Jawohl. Boah, also die Automatiko, mein Baby hier. Mein neues Baby, Leute. Ah, schade. Ich dachte, wir schaffen es noch, den anderen dort wegzuholen, der gerade eingestiegen ist. Boah, der Anfang der Runde lief nicht gut, aber jetzt hier. Boah, die Automatiko. Die ist schon geil. Die ist geil, geil, geil. Komm. Was? Oh mein Gott. Warum höre ich auf mit Schießen? Habt ihr das gesehen? Was ist das gewesen jetzt von mir? Sag mal, habe ich Drogen Wir haben genommen? Einsatzziel Bertha verloren. Ich glaube, ich habe die No-Aim-Droge genommen. Das ist wirklich eine sehr verbreitete Droge. Die No-Aim-Droge. Boah, heftig. Hier geht's gerade ab. So. Komm. Weg mit dem Sniper. Oh nein. Wir sterben. Renn, 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 renn. Ne, ich hab gewusst, dass es das wäre. Und zwar. Das habe ich sowieso gewusst, leider. Ich hätte wirklich jetzt auch nichts anderes mehr machen können. Da waren Scharfschützen und so weiter. Ich glaube, wenn wir links lang gehen, haben wir schon da ein bisschen bessere Chancen, weil rechts ist einfach alles offen für die Scharfschützen. Wir müssen so gesehen durch die Mitte. Aber das Problem ist, wenn ihr es so seht, Leute, wir spawnen auf der rechten Seite, wo die Scharfschützen sind. So, als ob das Spiel uns als Kanonenfutter vorlegen will. So. Komm, 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 komm. So. Was? Hä? Hat er Cheats oder? Hä? Leute, was geht hier ab? Habt ihr das gerade gesehen, wie der rumgerutscht ist? Ne, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Cheater war, aber. Aber habt ihr das gesehen? Was war mit dem? Alter, der ist ja rumgerutscht wie sonst was. Oder es lag an seiner Connection.
dass er nicht das beste Internet hatte. Das könnte ich mir eventuell... Jawohl, wir haben wenigstens den mit der Shotgun noch weggerotzt. Und wieder mal hat uns ein Sniper weggewichst. Ach, das ist doch toll. Immer wieder ist es toll, Leute. Du machst einen Kill, willst in Deckung gehen, wirst aber weggesniped oder so von einer unnatürlichen Stelle. Unnatürliche Stelle, ja. Das hört sich auch ein bisschen seltsam an. So, komm, Kavallerie. Attacke. Wir holen das mal eh wieder. Wahrscheinlich werde ich sterben, weil ich mit der Waffe nicht klarkomme. Vielleicht auch nicht. Kommt drauf an. Aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, Leute. Ich weiß, es hört sich dämlich an. Aber ich werde irgendwie aktuell nicht mehr besser in Battlefield. Seitdem ich das Spiel einmal gelöscht habe von meiner Festplatte, werde ich nicht mehr so gut wie am Anfang des Releases. Ich weiß nicht, woran es liegen kann. Aber irgendwie werde ich aktuell nicht so gut mehr wie am Anfang. Ich könnte mir vorstellen, es könnte vielleicht daran liegen, dass vielleicht die Spiele alle besser geworden sind oder so. Oder ich einfach nicht mehr mit den Waffen klarkomme. Weil ich auch aktuell ja auch sehr viele andere Spiele mache. Ihr seht es ja selbst auf dem Kanal. Hier kommt ja bald auch schon wieder neue Games auf euch zu, sag ich mal so. Ja, ich sag's mal so, privat, was spiele ich privat? Privat spiele ich höchstens aktuell, für die, die es einfach mal so interessiert, sage ich mal so. Was spiele ich denn privat jetzt so aktuell? Ich spiele aktuell ein bisschen Ark. Aber auch nur eine halbe Stunde habe ich das zum Beispiel jetzt gestern oder so mal gespielt. Ich spiele wirklich aktuell nur noch für meine Videos, sage ich mal so, Leute. Also für euch. So. Und ja, deshalb kann es auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht mehr so gut bin. Weil ich sag mal so, Release, ich war Hardcore Battlefield-Spieler. Ich gebe es sogar ehrlich gesagt zu, ich habe wirklich... Da hatte ich nämlich von der Arbeit 2 Wochen frei, oder eine Woche, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe wirklich Battlefield durchgezockt, wie so ein Wahnsinniger. Ich habe einfach Battlefield gesuchtet wie sonst was. Und wir sind tot. Ja, Mist. Aber wie gesagt, also ich denke mal, daran könnte es liegen. Vielleicht werde ich ja wieder besser jetzt. Also ich werde ja langsam wieder besser. Ihr seht's ja. Langsam bin ich nicht mehr der Volldepp hier an Battlefield. Ihr seht's ja selber, Leute. Dass ich ja mittlerweile wieder besser werde. Aber was mich eben immer noch ein bisschen abfuckt hier, Leute, ihr habt es wieder gesehen, wir ballern hier etliche Kugeln drauf und diese Shotgun einfach. Ein Schuss und wir sind weg. So gesehen campt der nur im Haus und wartet, wenn man es so sieht. Und der Spieler ist hier das beste Beispiel und der andere kam jetzt auch mit einer Shotgun. Also wirklich, der ist das beste Beispiel, was ein Camper ist. Du stehst im Haus mit einer Shotgun, die mit einem Schuss tötet, aber... Naja, Shotguns sind eben stark auf kurze Distanz. Was soll man da anderes drauf sagen? Ich will jetzt auch nicht so eine Diskussion hier anfangen. Boah, die Shotguns sind OP und so weiter. Sind zwar vielleicht ein kleines bisschen OP, aber ich sag's mal so, die sind schon stark, die Shotguns. Ich meine letztendlich mit der Automatico, einfach das beste Beispiel. Die ist so gesehen auch OP. Jede Waffe kann OP sein. Wenn man nur richtig damit spielt. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ein feindlicher Panzerzug ist... Komm, jawohl. Also diese Waffe hier ist wirklich mein Baby. So. Nein, 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 nein. War das gerade Gas? Ja, das war Gas. Das war Gas. Wir werden jetzt sterben. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Boah. Bräuchten hier unbedingt einen Medic, Leute. Oder auch unbedingt. Ein feindlicher Panzerzug ist eingetroffen. Hier wäre einer. Medic, hilf mir. Danke. Wirklich sehr nett, Medic hier. Und da jetzt der Panzerzug da ist,
werden wir ihn mal ein bisschen Feuer in den Arsch machen. Mit unseren 4 Schüssen hier. Das wird zwar vermutlich nicht so viel bringen, aber vielleicht können wir ja was bewirken. Glaube ich zwar jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber wie gesagt, es ist auch ein Beitrag. So, komm. Nein, das war da rüber, Mist. Ich dachte, hier muss man schon ein bisschen höher zielen. Weil es nämlich schon eine ordentliche Distanz hier ist. Okay. Der Schuss hat gar nicht ausgesessen hier. Komm. Okay. Ja, wir haben alles drauf geballert, was wir haben. Was dem eventuell ein bisschen Schaden machen kann. Okay, wir rennen mal dahin zu A. Ich sehe doch hier gerade noch Kugeln. Also hier ist auf jeden Fall ein Schusswechsel. Vielleicht können wir ja. Wow. Wurde auf jeden Fall gerade. Oh, da ist ein Tank. Da ist ein Tank. Das wird schwer gegen den. Komm, 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 komm. Erstmal schön hier A erobern. Die Frage ist eben auch, von wo kommen die Gegner wenn dann? Ich glaube aber von hier vorne. Ja, dort. Ich lege mich jetzt einfach mal hier hin. Und einfach mal abwarten. Jawohl. Der Funky Monkey. Ja, netter Name. So heiße ich im realen Leben, Leute. Nein, Spaß. Okay, bei A waren gerade wieder jede Menge hier. Ja? Okay, hier ist gerade auf jeden Fall was los. Oh, 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 ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Terror Action ist wieder am Start hier, Leute. Die Terror Action. Boah, Leute. Hashtag Terror Army. Hashtag Terror Army. Das wird mein Hashtag ab jetzt. Hashtag Terror Army. Ja. Das ist echt ein geiler Moment, Leute. Boah. War schon ein geiler Moment jetzt hier mit den schönen Wegholen. Muss man aber sagen, das sah schon fresh aus. Ich muss zugeben, bis jetzt kann ich mich bei der Runde nicht beschweren. Der Anfang hat zwar ein bisschen Rotz angefangen, aber jetzt mittlerweile, boah, läuft die Runde. Die läuft. Außer bei dem hier. Da läuft sie nicht. Wenn er uns beschießt. So, wir spawnen jetzt dort hinten und ich würde sagen, Zug angreifen, oder? Was meint ihr, Leute? Ne, ich würde sagen, Zug nicht angreifen. Weil Zug, was macht der letztendlich? Der steht dort hinten nur dumm rum. Der könnte eigentlich, sag ich mal so, seiner Armee helfen, aber ja, macht er nicht. Und dann ist es eben Pech für ihn. Was der im Zug macht, weiß ich nicht, aber interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, ich hatte sowas auch schon sau oft, dass manche einfach, dass man so nicht die besten oder, ne, wir sagen es mal anders, nicht fahren, so mit dem Behemoth oder so. Mit dem Zug, aber vor allem. Kennen vielleicht der eine oder andere von euch auch, die auch Battlefield spielen? Boah, also ich glaube, wir könnten sogar den Zug ein bisschen auseinandernehmen, Leute. Wir greifen den jetzt einfach mal an. Wir probieren es jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt einfach durch, wir rennen dort hinten durch. Komm, 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 komm. Oh, ich krieg gar schon die Kugeln hier mit. Wie sie hier lang fliegen. Wir müssen so gesehen nur hinter den Zug kommen. Ja. Wir sind ja noch im Zug. Das ist so. Was? Wie kann man mich da noch treffen, Leute? Habt ihr das gesehen?
Okay, das ist jetzt schon etwas seltsam. Ihr habt es ja selber auch gesehen. Wir lagten ja hinter dem Hügel hier. Aber ich könnte mir vorstellen, da hat er eventuell noch ein bisschen was von uns gesehen. Das lag vermutlich daran, dass er ein bisschen weiter oben war. Daran lag das hundertprozentig. Da ja nur der eine Scharfschütze so gesehen dort noch als Deckung ist. Na gut, noch ein Geschütz oder so, das eine oder andere, aber sonst, wir könnten es schaffen. Wir können den Zug wirklich auseinandernehmen. So, ich krieche jetzt einfach mal. Ne, oder? Ich würde sagen, nicht, Leute. Nein. Okay, das sind eindeutig noch andere. Der würde ich jetzt höchstens hin mit einem Tank. Wir bleiben jetzt einfach hier in der Stadt. Oder, ne, wir gehen hinter zu A. Dort haben wir noch ein bisschen Infanteriekämpfe, weil, wenn man sich hier so auf der Karte anguckt, alle unsere Leute sind auch dort. Alle konzentrieren sich auf A, so gesehen. Aber wir gewinnen, läuft auf jeden Fall. Überholen, ja, hätten sie jetzt auch keine Chance. Auch wenn die sich jetzt hier noch zwei, drei Orte holen würden. Keine Chance mehr, ja. Die müssten alles holen. Aber würden die nicht schaffen. Boah, der Kill hier, der war ja mal ultra nice. Ultra, Leute. Oh, Alter. Nein. Das war... Ja. Ja, was soll ich sagen? Applaus für mich. Wirklich Applaus für mich, Leute. Komm, ich will nochmal spawnen. Nächster Beitritt, los. Oh, okay. Sieg. Aber Leute, auf jeden Fall hier eine coole Runde. Kann man so stehen lassen. Wir gucken jetzt immer The Point. Ja, nett. Nett von den Kills und Verlusten her. Vielleicht ein bisschen weniger Verluste hätten wir haben müssen, aber war auf jeden Fall eine gute Runde. Kann man meiner Meinung nach so stehen lassen. Okay, Leute. Lasst jetzt einmal wie immer eine Bewertung da und vor allem für diese Folge hier. Die Folge war ja meiner Meinung nach wirklich gut von mir. Zwar jetzt am Ende nicht mehr so, aber trotzdem war schon gut. Okay Leute, haut rein und ciao, bis zum nächsten Mal.